Eine schöne Fliege. Und welche? Die Engelwurz-Hausfliege. Engelwurz, das ist ein Gemüse oder was ist ich das? Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Hinweis gefunden, warum der Name so verwendet wird. Aber man sieht gut, es ist ein Weibchen. Weil die Augen sind auseinander. Genau, ja. Also in der Mitte nicht zusammen. Ja. Und warum das sie Hausfliege heißt, weil sie lebt wirklich auf Wiesen. Und sie werden so 7,5 bis 10 mm lang. Und die Larven, die jagen kleine Insekten. Und sonst? Habe ich nichts gefunden. Na gut, damit wäre das zu Ende. Hier haben wir einen Schauspieler, der wollte zuerst, wir müssen nachhelfen. Er wollte einfach nicht richtig zeigen, wer er ist. Und wir mussten ihn überreden. Er wollte nicht auf YouTube. Ja, nur zögerlich. Er hat einen langen Namen, ein kleiner Würfel-Dickkopffalter. Ja, und man vermutet, er ist in eine Hausmauer reingeflogen, oder? Schau mal vorne, alles eingedrückt. Ja. Er hat schon einen großen Kopf. Ja, aber ein kleines Hirn, oder? Wahrscheinlich. Aber er ist schon, die Flügel sind schon etwas lädiert. Ja, er hat schon einiges mitgemacht. Aber das war nicht von uns, he? Nein, das war nicht von uns. Nein, sicher also, nicht. Wir sind sorgfältig mit unseren Vertragspartnern. Ja, oder? Ja, aber er hat sicher einen Kampf gehabt. Ja. Und er ist unrasiert. Jetzt, ich bin gar nicht sicher, ob wir unrasierte Schauspieler auf YouTube meinst zeigen du? Sollten. Ja, jedenfalls, er hat einen Subunternehmer gefunden. Und das ist die Stinkbiene. So etwas, eine Mistbiene. Eine Mistbiene, okay, ja, ich wusste irgendetwas. Aber sie ist sehr fleißig. Ja. Und sie reinigt auch die Zwischenräume in der Klammer. Und sie twerkelt. Schau mal, die wackelt mit dem Hinterteil. Wie verrückt. Ja, unglaublich. Die ganze Zeit. Das ist vielleicht noch dazu ihre Gymnastikstunde. Ja, ich denke, sie hat YouTube gesehen und da waren doch so junge Mädchen, die mit dem Hinterteil dermaßen gewackelt haben. Ja. Ja, und ich denke, sie will das nachahmen. Oder ist es so, wenn sie vorne saugt, dann wackelt es hinten? Das, keine Ahnung, es sieht fast so aus. Aber man sieht das noch oft. Dass sie hinten wackeln? Ja, ja. Bei den Insekten. Sie schauen fleißig YouTube. Sie konnte fast nicht mehr aufhören. Ja, und sie war sehr gewissenhaft. Also sie hat jetzt die Klammer gereinigt und Stativ und so. Jetzt gibt es natürlich eine gut verdiente Pause. Oder? Ja, genau. Es ist ja eigentlich eine Schwebfliege. Und es ist auch ein wichtiger Bestäuber.
Und ich habe gelesen, es sind eigentlich Wanderinsekten. Sie können über die Alpen fliegen. Mit etwa 25 Kilometer pro Stunde. Ja. Und Sie wissen nicht, dass es den Gotthardtunnel gibt? Wahrscheinlich nicht, das haben Sie noch nicht erfahren. Und Ihre Larven, die leben in Tümpeln, Schlamm und Jauchegruben. Daher kommt wahrscheinlich der Name. Mistbiene, ja. Ja, und dort filtern sie Faulstoffe und reinigen eigentlich so auch das Wasser. Nützlinge? Ja. Und die Erwachsenen, die überwintern sogar. Eine sehr schöne Aufnahme, ja? Ja, sehr schön. Ja, für YouTube muss man hübsch sein. Also nicht nur mit dem Hinterteil wackeln, sondern man sollte auch rausgeputzt sein, oder? Genau. Naja, sie reinigt sich da gründlich. Ja. Sie sind noch ziemlich groß. Sie können bis 18 mm groß sein. Also wie Honigbienen fast. Ja. Hier ein Blick in unser Habitat. Eines unserer Habitate, die wir besuchen. Ja, ein Naturschutzgebiet. Und hier der nächste Schauspieler oder Schauspielerin. Das ist die gemeine Sichelschrecke. Und ich denke wirklich, es ist ein Weibchen, aber ganz sicher bin ich auch nicht. Sie sind schwierig zu bestimmen. Der Legebohrer hinten lässt das vermuten. Ja. Legedoren, oder wie sagt man dem? Weiß ich nicht. Aber sie hat jetzt hier schön ihre Fühler gereinigt. Die sind wie lang? Etwa viermal so lang wie der Körper. Und der Körper, der ist etwa, ich habe gelesen, 18 mm, aber ich habe immer das Gefühl, sie sind größer. Nein, sie sind klein. Aber schöne Augen haben sie. Ja. Das ist ein Merkmal, oder? Ja. Diese zwei Farben, grün und rötlich. Und sie sind nicht wählerisch bei der Ernährung. Sie fressen an verschiedenen Laubbäumen und Sträuchern. Aber manchmal, da fressen sie auch Beeren und Früchte. Und das könnte ein Männchen sein? Ja. Wie ich das verstanden habe, sollte das ein Männchen sein. Das nächste Mal werden wir fragen, oder? Genau. Ja, er knabbert alles an, was es so gibt. Ja, ja. Ja. Ich denke, das war im Herbst, oder? Als wir diesen Film gemacht haben. Ja, das ist eine Distel, glaube ich. Ja, ja, das schon ist so blüht. Ende Sommer, ja. Sie haben so lange Beine. Das war's. Bis später. Bis dann.